Am 21. Oktober setzten die Stadtwerke Schwerin gemeinsam mit der Landesforst Mecklenburg-Vorpommern das Projekt Moorrinne am Zeltenberg im Waldgebiet Schelfwerder um. Ein Moor von vielen auf der Halbinsel wird revitalisiert. Vorab wurden 100 Hektar Moorfläche betrachtet. Davon werden jetzt 2 Hektar hinsichtlich des Wasserhaushaltes verbessert. Hierfür wird ein Staubauwerk errichtet. Da ist ein Bauwerk nötig. Es gab schon ein gewisses Bauwerk. Das wurde immer, sag ich mal, über Holz reinlegen und so weiter und festtrampeln als Wanderweg schon ein bisschen errichtet, aber halt nicht ideal. Und um den Wasserhaushalt stabil für die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte zu gestalten, kommt hier ein Staubauwerk hin mit einer definierten Überlaufhöhe, das dem Moorschutz gerecht wird. Der aktuell gute Wasserhaushalt soll stabil gehalten werden. Durch das Staubauwerk wird der Wasserstand nachhaltig stabilisiert. Durch dieses Bauwerk stabilisieren wir den Wasserstand, sodass sich nicht nur der Torfkörper, der jetzt da ist, nicht weiter abbaut, sondern auch die Möglichkeiten geschaffen werden. Das ist hier aufgrund des üppigen Wasserdargebots schon möglich, dass sich hier auch Torf aufbaut, das heißt Kohlenstoff zusätzlich gespeichert wird. Die Stadtwerke Schwerin fördern bereits seit 10 Jahren gemeinsam mit der Landesforst die Wiedervernässung von Mooren. Unter dem Titel Moor muss nass, wir machen das, finden die Revitalisierungsprojekte statt. Mecklenburg-Vorpommern ist ja eines der moorreichsten Bundesländer überhaupt. 90% dieser Moore sind im Prinzip zu früheren Zeiten mal entwässert worden. Das ist natürlich per se schon mal erstmal gar nicht gut, weil nicht intakte Moore emittieren sehr, sehr viele klimaschädliche Gase. Insofern kann das ein durchaus sehr wertvoller Beitrag sein für den Klima- und den Umweltschutz. Bereits, Sie haben es erwähnt, seit 2012 engagieren wir uns in diesem Bereich, konnten so zusammen mit unseren Kunden über unsere Klimaschutzprodukte bereits ca. 45 Hektar Moore wiedervernässen, revitalisieren. In Mecklenburg-Vorpommern werden die Emissionen durch entwässerte Moore auf 6 Millionen Tonnen CO2 geschätzt. Damit machen sie ein Drittel der gesamten Emissionen im Land aus. Das Ziel der Moorrinne am Zeltenberg ist es, den Erhaltungszustand des Buchwaldes und der moortypischen Biozönose zu verbessern. Gleichzeitig dient die Maßnahme der CO2-Reduktion durch den zu erwartenden verbesserten Moorzustand und damit dem Klimaschutz.